Läuft. So, was können wir denn jetzt noch so ansprechen, gleich für ein Thema? Gamescom 2015. Ich bin nicht dabei. Ich wohne viel zu weit weg dafür, außerdem, ich bin noch nicht so ein YouTuber, der... Also ich sag jetzt nicht, dass ich wenig Abonnenten habe, ne? Ich freue mich schon über 40 Stück und so, ist ja mein erster YouTube-Channel und bin froh, dass das jetzt so ein bisschen bergauf geht, aber wenn auch nur langsam, aber trotzdem finde ich, sollte ich nicht auf die Gamescom gehen, weil es viel zu voll wird. Natürlich trifft man da YouTuber und so, aber es würde viel zu voll werden und ich finde das selber, ich würde stressig finden. Ich würde es einfach nur stressig finden. Das sind, also erstmal auch die lange Autofahrt, 500 Kilometer ungefähr. Und dann, ja gut, wenn du es schaffst, kannst du sogar mit einigen YouTubern sprechen, die du verfolgst, die so Zuschauer, also wo du ein Zuschauer von bist oder so. Aber die Gamescom würde ich eigentlich nicht empfehlen. Ich habe Videos vom letzten Jahr gesehen, dass wo einer die Leute da angesprochen hat, von wegen, hier, warum gehst du auf die Gamescom und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich stehe hier schon, also ich wollte eigentlich auf die Gamescom, ich stehe hier schon, was war das, 5 oder 6 Stunden im Regen und warte hier, bis ich reinkomme und die Schlange beim Eingang ist so fett und so. Und ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, nee. Weißt du, wenn du das, nee. Nee. Einfach nee. Das ist viel zu, die stellen sich da in die Schlange, warten 5 Stunden, um YouTuber zu treffen, um vielleicht die neuesten Spiele, okay, um die neuesten Spiele geht's auch, aber hauptsächlich auch um YouTuber, die da auf der Gamescom sind und es ist so eine Sache und die Gamescom wird auch jedes Jahr immer größer. Letztes Jahr war die schon enorm und dieses Jahr wird die wieder alles toppen. Also auch das letzte Jahr wird sie dieses Jahr toppen und Waititi wird da auftreten, Ape Crime meine ich, und viele, viele mehr und es ist viel zu voll da. Es war ja letztes Jahr in der Lanxess Arena auf dem Eis, also in der Arena auf dem Eis, da passten auch nur 20.000, glaube ich, rauf, ich weiß es nicht und der Rest konnte dann da auch nicht rein und konnte dann Waititi auch nicht live sehen, wie sie dann ihren neuen, wie sie ihre neue Single da rübergebracht haben. Und das ist so eine Sache, das wird sich einfach nicht lohnen. Die Gamescom ist zwar schön und so, aber da würde ich doch eher Fantreffen bevorzugen. Ja, solche Treffen, wo man... Ich habe gerade einen Zombie gehört, ich höre immer noch einen Zombie. Im Wasser, gut. Und das ist dann so ein Ding, muss echt nicht sein. Das muss nicht sein. Na, guck mal, der ist so schlau und läuft außen rum. Na? Magst du mal in den Keller gehen? Junge. Hey, ja. Oh. Hey. Der kam mir dann wieder ein bisschen zu viel. So, ich muss mal wieder was essen, merke ich gerade. So. Oh, shit. Sag mal, jetzt... Da hinten ist eine Hexe. Und nicht schön. So. Reicht das? Das müsste reichen. Also für den Boden würde es sehr schön aussehen. Wow. Ja. Wenn du nicht verbrennen möchtest, dann bleib da unten. So. Das haben wir jetzt. So, dann mache ich mal die Umrandung hier weg und dann gucke ich mal, was wir hier für einen Raum rauskriegen können. Also Kabel haben wir jetzt nur 2 Stacks. Nicht viel. Wir müssen gleich nochmal Farm gehen, aber erstmal... Wollen wir anfangen mit dem Bau? So, erstmal wollen wir anfangen, ne? Erstmal die 9 Stück und dann kommen die hier.
Bäh. So, nach 2 kommt dann hier eine. Und dann hier auch nach 2 eine. Dann wird hier so ein Mittelgang durchgezogen. Ach, der ist auch nicht gerade. Warte. Hä? Hier ist nach 3. Stimmt. Mein Fehler. Tut mir leid. So, jetzt aber richtig. Wir müssen auch mal Getreide anbauen, fällt mir gerade auf. Wir müssen Getreide anbauen, so geht das nicht. So, jetzt haben wir auch noch 29, aber auch egal. Hier machen wir eine Trennwand durch, die uns vielleicht von einer Tür unterscheiden lässt. Ich würde sagen, hier machen wir hier eine Doppeltür rein. Und dann haben wir hier so einen Gang, wo wir dann so ein fürs Lagerhaus einfach, ne? Können wir von mir aus auf dieser Seite auch nochmal eine Tür reinbauen. Und hier auch. Und dann sieht das Ganze natürlich noch viel freier und offener aus. Und das macht es halt dann ein bisschen besser, ne? So. Da unten ist ein Squeed, da unten ist der Zombie irgendwo, der lauert jetzt auf uns, aber egal. Ich möchte so ein bisschen mehr Steine aus der Erde holen. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, dann können wir hier den ganzen Stein rausholen. Das macht ja auch nicht, das ist ja auch kein Problem hier, das auch mal hier zu machen, so. Also Gamescom und sowas. Ne, also wenn ich erfolgreicher bin, dann gerne, dann immer wieder gerne. Dann habe ich da auch noch Security oder sowas, die uns dann durch die mich dann da vielleicht durch die Massen zwängen oder durchbringen. Aber so, wenn ich nicht niemand bin, dann habe ich auch kein Security oder so. Das ist dann so eine Sache. Als heutiger YouTuber musst du Abonnenten haben, damit du überhaupt, damit du erfolgreich bist, damit du... Also sowas wie Abonnenten ist auf YouTube das A und O scheinbar, so wie es jetzt momentan ist. Es ist halt so ein Ding, ne? Es ist so ein Ding, das kann man halt nicht ändern, das ist halt so. Das ist sowas wie Geld. Geld ist Macht. Ohne Geld, wenn wir nicht an das Geld glauben würden, gäbe es auch keine Macht. Denkt mal drüber nach. Es ist ganz logisch. Hier machen wir zu. Ich muss jetzt mal überlegen, wo wir ein Fenster reinhauen. Aber nee, hier in die Wand hauen wir keine Fenster rein. Das wird so ein Haus, da werden an den Seiten Truhen sein und da brauchen wir keine Fenster. Alles hoch. Ein reines Kabelhaus. Ich würde sagen, 3 Wände und dann ein schönes Dach drauf. Das geht immer gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier so machen. Haben wir hier noch 10 Stück. Shit. Hier rüber. So. Ich glaube, diese Wand, dieses Teil ziehen wir ganz bis oben hindurch. So. Ich würde einfach mal sagen, das ist hier schon mittig, ist aber nur eine Tür, aber egal, ich glaube, wir brauchen nur eine Tür. Also eine blockbreite Tür und sagen, hier machen wir einfach eine Doppeltür rein. So. Das wird ein Kabelhaus hier, Freunde, das kann ich euch sagen. So, jetzt möchte ich hier, das Loch kann man hier auch gut stopfen.
So, jetzt müssen wir... Ach, guck mal. Guck mal, wer hier ist. Auch nochmal Kabel. Super, ich bin hier aber eigentlich wegen dem Essen. Ich bin nur wieder beim Fressen. Das sieht man, das merkt man ja. Ich bin nur am Fressen. So. Das Hühnchen können wir bald mal braten. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir haben verdammt viel Erde. Verdammt viel. Wir könnten einen ganzen Berg. Wir könnten, ganz ehrlich, wir könnten einen ganzen Berg machen. Gib's doch selber zu. Das ist so viel Erde hier. Das ist, das ist gemein. Viel. Fürs Dach. Genau. Bruchsteintreppen, würde ich sagen. Einfach mal in derselben Farbe. Würde ich einfach mal sagen, ja, Holz will ja nicht so, ne? Dann würde ich sagen, wir holen jetzt nochmal, wir verbauen einfach nochmal hier das Zeug hier. Und, ne, eigentlich sind wir jetzt schon beim, stimmt. Eigentlich sind wir jetzt schon beim schrägen Dach angekommen. Aber ich würde sagen, ich dick nochmal eine Reihe oben drauf. Wie wäre das? Einfach nur so aus Spaß, damit das Haus ein bisschen höher wirkt. So, und den Rest hier machen wir dann in schöne Treppen. Wir brauchen Stein. Hier unten haben wir viel Kies, das ist auch schön. Guck mal. Mal hier runter gehen und dann einfach mal hier in die Wand graben. Wir machen hier ein richtiges unterirdisches System, kann es sein?